Hi, herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid gesund und ihr hattet bisher eine gute Woche. In diesem Video geht es um eine bestimmte Hand- und Fußkombination, die irgendwie irgendwann immer wiederkehrt. Also das heißt, wirklich sinnvoll zu lernen und zu üben. Alles klar. Bis gleich. Hi, ich bin Thorsten von Grooveparade und heute, wie angekündigt, geht es um eine Hand- und Fußkombination. Und zwar in diesem Falle einfach in 16-Noten. Kann man auch mit Silben ganz gut veranschaulichen, also auch einfacher für die, die noch nicht so lange trommeln. Wir spielen 4 16-Noten auf den Händen, also das heißt für Rechtshänder rechts, links, also wirklich einfach. Für Linkshänder genau umgekehrt, links, rechts und danach spielen wir 2 16-Noten auf der Bassdrum, also auf dem rechten Fuß für uns Rechtshänder. Und danach wiederholen wir genau das gleiche Pattern, bedeutet auch wieder 4-mal auf den Händen, 2-mal auf der Bassdrum und danach spielen wir einfach ein Flam auf der Snare, einen Stopp. Und das kreiseln wir erstmal, damit wir uns an den Sound daran gewöhnen und uns zurechtfinden innerhalb des Taktes, 4/4-Takt. Okay, jetzt geht's an Schlagzeug und ich spiele euch das mal vor. Bis gleich!
So, das war's schon wieder. Das Spielen, das Trommeln hat im Grunde genommen ausgereicht. Ihr wisst Bescheid, was ihr tun müsst. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das gerne unten kommentieren. Und wenn ihr sonst irgendwelche Anregungen, Wünsche oder sonst was habt, schreibt mir. Ich freue mich. Also, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Abonniert den Kanal jeden Montag und höchstwahrscheinlich auch jeden Freitag ein neues Video. Es tut so gut, Trommeln. Boah, tut das gut. Ich liebe es. Alles klar. Euer Thorsten, ich wünsche euch ein gutes Wochenende. Wie schon gesagt, bleibt gesund und tschüss.